Also ganz kurz, das Thema ist heute das Energieeinsparpotenzial durch Gleichstrom. Zu Gast haben wir Dr. Hartwig Stamberger, zu dem werde ich gleich ein bisschen noch nähere Informationen geben. Erstmal kurz zu dem Thema. Also es geht um die Messung eines gewissen Energiepotenzials, welches durch die industrielle Umstellung auf Gleichstrom eingespart werden kann. Das heißt, es geht also um die Umrüstung eines AC-Netzes oder AC-Netzes, das heißt Alternating Current, das ist also die Wechselspannung, auf ein DC-Netz oder DC-Netz. Direct Current, das ist dann die Gleichspannung. Hierzu wurden zwei Projekte ins Leben gerufen. Zum einen das DC-Industry-Projekt, das von 2016 bis 2019 stattgefunden hat, und das Folgeprojekt DC-Industry 2, welches in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen wurde. Im Fokus stand zunächst die Realisierung einer Gleichstromversorgung einer einzelnen Produktionszelle und im anschließenden Projekt die Gleichstromversorgung einer ganzen Produktionshalle. Nun ein paar Infos zu Dr. Stamberger. Er hat 1990 seinen Diplom-Ingenieur in Elektrotechnik an der Technischen Universität in Braunschweig gemacht. 5 Jahre später hat er dann promoviert und seinen Doktor in dem Bereich erlangt, mit dem Thema Magnetfeld und Kraftberechnungen für strombegrenzende Niederspannungs- und Schaltgeräte, auch an der Technischen Universität in Braunschweig. Im selben Jahr, 1995, fing er an, bei Klöckner Möller in Bonn zu arbeiten, als Referent in der Vorentwicklung. 2 Jahre später, 1997, wurde er dort Gruppenleiter in der Vorentwicklung. Klöckner Möller war eine Produktionsfirma für Schaltgeräte. Weil sie 2007 von der Firma Eaton übernommen wurde. Eaton ist ein Energiemanagementunternehmen mit Headquarter in Cleveland, Ohio, USA. Am Standort in Bonn liegt der Fokus auf die Entwicklung von Lösungen zum Schalten, Schützen und Automatisieren im Feld der hydraulischen und mechanischen Energie. 2009 wurde er Leiter der Technologieentwicklung und 2016 war er dann Koordinator für Eaton in dem Projekt, was ich eben genannt habe, DC Industry. Nachdem das beendet wurde, war er auch ebenfalls Koordinator in dem Folgeprojekt DC Industry 2, was aus einem Zusammenschluss von 39 Partnern bestand. Seit 2022 ist er Sprecher des Vorstands in der Open DC Alliance, kurz OTGA. Das ist eine Arbeitsgemeinschaft mit dem Ziel des weltweiten Aufbaus eines Gleichstromökosystems und der anwendungsübergreifenden Etablierung der Gleichstromtechnik. Dort arbeitet er ehrenamtlich. Hauptberuflich ist er immer noch bei Eaton. Und jetzt ein kurzer Funfact zu ihm. Seine ganze Familie ist sehr basketballaffin und seine Frau war lange Profi-Basketballerin und Coach hier in Bonn tatsächlich. Nur er ist der Einzige, der mit Basketball kein Geld verdient hat in seiner Familie. Seine Kinder schon. So, Herr Stamberger, jetzt dürfen Sie anfangen mit Ihrem Vortrag. Ja, vielen Dank, Frau Durth. Ja, vielen Dank für Ihre freundlichen Einleitungen und freundlichen Worte. Basketball ist ja nicht so ganz unbekannt in Bonn. Da läuft ja jetzt auch gerade Halbfinale. Wenn das hängen bleibt und noch ein bisschen DC, dann bin ich schon ganz zufrieden. Ich freue mich, dass Sie bei so einem schönen Sommerabend oder Frühsommerabend hergekommen sind. Allerdings, ich sehe, so ganz, ganz freiwillig war das wohl doch nicht. Ich habe da mal eifrig Leute eintragen sehen, dass sie da sind. Aber ich hoffe, es wird sich lohnen für Sie. Wenn Sie zwischendrin Fragen haben, so Verständnisfragen, was heißt dieser Begriff oder sowas, bitte einfach melden und Bescheid sagen, weil eine halbe Stunde später ist das dann vielleicht nicht so gut. Also bin ich offen für. Und wenn mir, Frau Durth, wenn Sie mir vielleicht eine Zeitinfo geben, ich rede immer gerne über das Thema, es kann sein, dass ich dann einfach ein bisschen lange plaudere, dann sagen Sie mir einfach Bescheid. Also ich komme hier aus, arbeite hier bei Eaton in Bonn auf der anderen Rheinseite. Ich habe auch noch eine zweite Startseite, weil ich habe sozusagen zwei Hüte auf. Das ist jetzt hier so meine Position als Sprecher vom Vorstand von der Open Direct Current Allianz, die wir gegründet haben. Noch ein paar Worte zu mir. Das ist nochmal das praktisch in Textform, was die Frau Durth gerade geschrieben hat, allerdings ohne den Basketball, kann ich überspringen. Ich hatte einen Vortrag auf der Hannover Messe dieses Jahr zu einem ähnlichen Thema, daher ist das Foto da auf der rechten Seite. Was erzähle ich heute? Womit
beschäftige ich mich viel. Das ist einmal die Motivation, warum machen wir das überhaupt? Der Hauptblock ist DC Industrie, die beiden Projekte. Wie sind die aufgebaut? Worum ging es da? Wer hat da mitgearbeitet? Ein bisschen Technik ist auch dabei. Viele Anwendungen. Also wir haben da nicht nur Papier produziert oder PowerPoints oder sowas. Und das Thema ist Energieeinsparpotenziale, also Results und Benefits. Da gehe ich darauf ein, was hat das und wie geht es weiter. Motivation sind zwei Dinge. Einmal Klimakrise, Energie, Erzeugung, Temperaturentwicklung, CO2-Emissionen. Ich habe mit den gleichen Folien auf der Hannover Messe begonnen. Das Thema ist dort angekommen und es sind auch viele, die daran arbeiten. Ich habe da oft den Eindruck, Industrie ist da sehr viel weiter als zumindest manche in der Politik oder in der öffentlichen Wahrnehmung. Das Bild muss ich Ihnen nicht erklären, wo wir sind und dass das 1900 Jahre lang fast alles relativ gleichmäßig gewesen ist. Wenn man sich das nochmal ein bisschen genauer anguckt, die rote Kurve ist das Land, da wo wir Menschen alle leben, und das blaue ist das Wasser. Und es geht halt einfach deutlich wärmer auf dem Land zu. Das sind Daten hier vom Berkeley Earth Institute. Jetzt hört man manchmal, naja, das Jahr sowieso 2021 oder irgendwas, das war das fünftwärmste Jahr oder sowas in der Geschichte. Dann kann man denken, ach, es ist ja alles gut. Nee, Sie sehen da auf diesem Diagramm, die letzten 8 Jahre waren die 8 wärmsten überhaupt. Und auf der nächsten Folie sehen wir, dass wir viele Commitments machen. Und mal mindestens 2 von diesen Jahreszahlen, da sagen Sie, naja, okay, Opa erzählt vom Krieg oder da gab es mich noch gar nicht. Da haben wir schon angefangen, Konferenzen zu machen und auf dem Kyoto-Konferenz in Japan erste Verpflichtungen unterschrieben worden. Wie Sie auf der rechten Seite sehen, das CO2 und die Emissionen haben davon nichts gemerkt. Es geht weiter nach oben. Auch das Paris-Agreement, 1,5 Grad Temperaturerwärmung nicht zu übersteigen. Ich habe manchmal den Eindruck, wir schreiben dann irgendwo ein Ziel hin. Hingeschrieben, okay, gut, nächstes Ziel hinschreiben und der Rest kümmert sich um sich selber. Ist leider nicht so. Die Dinge sind Ihnen sicherlich auch bewusst. Es ist wirklich unser Einfluss als Menschen. Die Auswirkungen sind deutlich drastischer, als wir noch vor ein paar Jahren erwartet haben und auch an viel mehr Stellen. Als ich diese Zahl hier mit den 100.000, die Zahl mit den 100.000 Jahren gelesen habe, mehr als die wärmste Dekade, die wir in den letzten 10 Jahren haben, in mehr als 100.000 Jahren. Ozean wird wärmer, sehr viel schneller als seit der letzten Eiszeit. Gute Nachricht ist, wir können da was dran ändern. Wir wissen, wie es geht. Jetzt komme ich zu DC. Hier sind 10 Vorschläge oder dringend notwendige Maßnahmen von dem IPCC. Und eine davon, und auf das will ich mich heute fokussieren, ist Energieeffizienz, saubere Energieerzeugung. Und da kann DC eine wichtige Rolle mitspielen. Nicht alles lösen, natürlich nicht, das kann keine Maßnahme. Aber das ist so die globale Motivation dafür. Die Hersteller von Komponenten und die Industrie, die sag mal, mit Ausrüstung von Fabriken oder Erzeugung von Produkten Geld verdienen, die sind eher daran interessiert, was wollen denn meine Kunden? Und hier habe ich mal 2 Zitate mitgebracht von Automobilherstellern, die auch in dem DC-Industrie-Projekt dabei waren. Das eine lesen Sie hier, also die eigenen Effizienzziele, die Unternehmen sich setzen, mit AC, mit Wechselspannung, ist das nicht mehr erreichbar. Das ist seit 130, 140 Jahren im Einsatz. Man hat hier optimiert und da optimiert, weil es jetzt auf dieser Sättigungskurve irgendwo bei 99,9 irgendwo. Es braucht andere Ansätze. Ein anderer Automobilhersteller sagt,
ganz konkret die nächste, also die haben immer so Standards, für die sie, mit denen sie ihre Fabriken bauen. Die wird dann auch weltweit entsprechend gleich gebaut. Da wird also jetzt nicht hier Fabrik in Deutschland anders gebaut als in Brasilien oder in Südamerika, in Südafrika. Und das wird mit DC gemacht. Keine Diskussion. Ihr habt Produkte dafür, gut, dann sprechen wir mit euch. Ihr habt keine Produkte dafür, tja, euer Pech. Also DC kommt, ist da, noch nicht so auf der täglichen Ebene an der Steckdose, aber ich sag mal, alles, was wir hier so in den Händen halten oder Rechner haben oder Büroequipment, innen drin läuft das alles sowieso auf Gleichspannung. Das sind die Kisten, die wir haben, die werden immer kleiner, aber das sind Wechselspannung auf Gleichspannung, Konverter. Und ähnlich ist es in der Industrie, womit ich jetzt den Bogen spanne zur DC-Industrie. Erstmal, wer sind wir da? Und wenn ich hier jetzt erzähle, das ist der Hartwig Stamberger, der erzählt da viel, aber das ist nur möglich gewesen, weil wir, sag mal, mit einem wirklich riesig großen Konsortium zusammengearbeitet haben. Das Bild hier rechts hinter mir, das war zum Start des zweiten Projektes, ungefähr die Hälfte des Teams zum Kick-Off-Meeting. Und das ist immer noch und war in den ganzen 7 Projektjahren wirklich eine, wir wissen, wir brauchen alle. Wenn jetzt nur einer irgendwie eine Lösung anbietet, wird keiner dafür sich begeistern oder kein großer Hersteller wird sich nur mit einem Lieferanten verbinden. Wenn, das haben wir jetzt alle spätestens in der Lieferkettenkrise gemerkt, wenn ich nur auf mich einen verlasse, dann bin ich verlassen. Wir sind gefördert worden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Insgesamt waren es mehr als 40 Industrie- und Forschungspartner und so grob 140 Forscher und Entwickler und Ingenieure, die da zusammengearbeitet haben. Was haben wir gemacht? Was ist das Ziel? Also schon gleich in den ersten, also man kriegt da, sag mal, Forschungsanträge muss man stellen. Da muss man beschreiben, was hat man vor, warum ist das gut. Und da gibt es Geld vom Ministerium dafür, aber das ist letztlich Steuergeld. Also da muss man halt auch eine gute Zielsetzung haben. Das ist von Anfang an gewesen, der nachhaltige und robuste Energieversorgung für Industrie, also DC Industrie. Das ist ein deutsches Projekt. Deutschland hat eine große industrielle Basis, die einerseits Teil des Problems ist, weil sie halt viel Energie verbraucht, andererseits aber dadurch halt auch große Einsparungspotenziale hat. Und das Beste an dem Projekt ist, dass wir das auch in die Fabriken gebracht haben, dass wir das in, wie wir es genannt haben, Modellanwendungen aufgebaut haben und auf Herz und Nieren getestet haben. Ich lese die jetzt nicht alle vor, aber da sind, sagen wir mal, große Firmen dabei, die Sie kennen, auch Forschungsinstitute, wo man dann mal einfacher Zugang hat als, ich sag mal, normaler Mensch, wenn man dann bei Mercedes-Benz irgendwo rein will in eine Fabrik, kommt man nicht so einfach rein. Hier mal so ein Überblick über welche Partner das alles gewesen sind, also von kleinen Unternehmen, große Unternehmen, Wettbewerber haben miteinander da am Tisch gesessen und in den Meetings und sich um Lösungen gerungen. Ich erwische mich oft dabei zu sagen, in einem großen Unternehmen und Eaton, vielleicht der Name ist nicht so bekannt, aber wir haben irgendwie 20 Milliarden Euro Umsatz weltweit und 95.000 Leute. Wenn da die Abteilungen so gut zusammenarbeiten wie wir in dem Projekt, wäre vieles einfacher. Und das ist vielleicht auch mal die eine Botschaft neben dem, dass DC gut ist und dass ich mal Basketball gespielt habe. Es gibt diesen schönen Merksatz, Commitments, Connections beat Commitments. Also ich mache was für jemanden, weil ich mich mit dem verbunden fühle. Ich kann viele Commitments machen, also hier To-Do-Liste, Termin, dann und dann. Okay, aber wenn mich der Johann anruft aus dem Projekt und sagt, hier habe ich, da ist was, wie ist denn das, kannst du mal, das hat immer Präzedenz. Also immer mitnehmen, alleine ist, manche Sachen kann man alleine machen, die meisten Dinge nicht.
So, ein bisschen über Technik muss ich auch reden. Warum ist das denn jetzt DC? Viel auf der Erzeugungsseite, also erneuerbare Energien, also Photovoltaik, muss ich nicht erzählen, das macht direkt Gleichstrom. Windenergie, Windkraftanlagen ist jetzt nicht unbedingt direkt DC, aber da wird mit der variablen Frequenz, die Rotoren sich drehen, eine Wechselspannung erzeugt, die dann aber auf die konstante 50 Hertz hier in Europa Versorgungsnetzfrequenz umgesetzt werden muss. Und das passiert über einen, wie das heißt, Gleichstrom-Zwischenkreis. Wir haben immer mehr Batteriespeicher. Die sind auch direkt DC. Das kriegt jetzt einen großen Push, weil wir denken, Elektroautos lösen viele Probleme. Manche lösen sie auch, manche nicht. Aber auf jeden Fall, da arbeiten viele Leute dran und es gibt viele Batterien, die entwickeln sich weiter und werden eingesetzt und können halt auch direkt mit DC angeschlossen werden. Okay, Industrie hat viele, wenn sie mal in der Fabrik gewesen sind oder mal was gesehen haben, Sie sehen eigentlich fast gar keine Menschen mehr. Das ist einfach viel Automation, viele Motoren, die irgendwas bewegen, Roboter, die was hochheben, Regallager, die Sachen holen, Schweißautomaten. Die meisten von diesen Antrieben werden auch wieder mit Frequenzumrichtern betrieben. Und die haben genauso wie das Windrad, da kriegen sie die 50 Hertz aus dem AC-Versorgungsnetz, machen eine Gleichspannung draus und dann eine variable Frequenz, um den Leistungsbedarf und die Geschwindigkeit ihres Antriebs dann regeln zu können. Also auch da ist DC. Und natürlich viele, viele Dinge, die wir selber haben. Beleuchtung, LED ist Gleichspannung getrieben und viele, viele Komponenten in Büros etc. Laptops, die Dinge hatte ich gerade erwähnt, sind auch DC. So, und jetzt ist es, da gibt es schon so viel DC. Wir schließen das aber immer an, dass wir daraus wieder AC machen und dann gehen wir da wieder irgendwo hin mit AC und machen daraus dann wieder eine Gleichspannung, um einen Frequenzumrichter in den Antrieb zu betreiben oder die Energie in den Speicher zu stecken. Das ist nicht so richtig schlau. Also in AC sieht das, sag mal, in der Industrie so aus, man hat also, sag mal, oben links seine Anbindung an das typischerweise Mittelspannungsnetz, also höhere Spannung, bei gleicher Leistung kleinerer Strom, so wird Energie übertragen im Netz und dort dann runtergespannt auf die typischen 400 Volt Drehstromsysteme, drei Phasensysteme, 230 Volt, 120 Grad Phasenverschiebung, Leiterspannung ist 400 Volt, daher kommt das. Und dann sehen Sie hier, da sind halt dann viele Konvertierungsstufen auf die DC, ob das nun die Anbindung an den Speicher ist kapazitiv oder Batteriespeicher oder die Solarenergie und unten die verschiedenen Verbraucher, das ist das gleiche Ganze nochmal. Bei DC, wir machen jetzt nicht Gleichstrommotoren. In der Fabrik, die Motoren, die die Dinge bewegen und die Schweißautomaten oder was es da alles gibt, die sehen genauso aus wie vorher. Das Einzige, was sich ändert, ist, die Energie, die ich bereitstelle, die wird jetzt nicht mehr über AC erzeugt oder bereitgestellt, sondern mit einem Gleichspannungssystem. Und jetzt kann man hier so Suchbild links und rechts, was fehlt, was, ja, also ich brauche viele von diesen AC-DC-Wandlungsstufen nicht. Und ich brauche auch das, was da unten von Ihnen aus gesehen links, das dicke X, der Bremswiderstand, den braucht es auch nicht. Gehe ich nachher nochmal drauf ein, was der macht und warum das nicht so schlau ist. Das heißt also, wenn ich DC einsetze statt AC, ich brauche weniger Zeugs, weniger Komponenten, die muss ich nicht bauen. Da muss ich keinen Stahl und Kupfer und Kunststoff für aus der Erde buddeln oder aus Öl oder sonst was erzeugen. Was nicht da ist, kann auch keine Verlustleistung haben. Was nicht da ist, kann nicht kaputt gehen. Also da gibt es viele, viele Vorteile in der Hinsicht.
So, und der Aufbau von dem DC-Industriesystem, wenn Sie sich das auf der DC-Industrie-Seite schon mal angeguckt haben, dann kennen Sie dieses Bild. Ich habe eine zentrale Anbindung an das AC-Versorgungsnetz. Eine Fabrik wird auf absehbare Zeit immer mehr Energie benötigen, als sie mit Photovoltaik an den Wänden und auf den Dächern erzeugen kann. Also deswegen gibt es immer noch diese Anbindung natürlich an das AC-Versorgungsnetz. Da gibt es dann eine zentrale Wechsel- oder Gleichrichtung, die auch bidirektional Energie ins AC-Netz zurückspeisen kann. Das ist das Thema, Frau Professor Seuser, was wir vorhin besprochen haben, wie diese Balance finden zwischen, da ist Energie gespeichert, hier ist jetzt ein hoher Leistungsbedarf. Da kann die Fabrik und die Speichersysteme da auch mit eine große Rolle spielen. Und ansonsten werden halt die verschiedenen Anwendungen, ob das nun Motoren sind oder Antriebe oder was es alles gibt, miteinander direkt verbunden. Ein Vorteil von DC, eher für die Leute, die das auslegen und die dann berechnen müssen, ist, in AC habe ich, wer ein bisschen Technik, Elektrotechnik schon mal gehört hat, da gibt es die Wirkleistung, das ist die, die tatsächlich eine Wirkung macht. Also eine Bewegung erzeugt oder irgendetwas, das, was ich eigentlich machen will. Jetzt ist bei Wechselspannung und Wechselstrom, die sind Strom und Spannung nicht immer gleichzeitig da. Da gibt es das, was die Fachleute nennen, eine Phasenverschiebung. Und da, wenn Strom und Spannung nicht in Phase sind, dann nennt man das Blindleistung. Die hat also keine Wirkung, außer dass sie im Netz übertragen werden muss und durch die Leitungen fließt. Und da die Wirkung ist, dass die Leitung warm wird und die Wärme kommt, ist Verlustleistung. Das Ganze gibt es mit Frequenzumrichtern, Verzerrungsleistungen. Das Ganze muss man nicht nur für einen Pol machen, das muss man für die drei Phasen machen. In DC ist es wirklich so einfach. Also es ist praktisch wie das Ohmsche Gesetz, nur dass da jetzt die Leistung links steht und Spannung und Strom miteinander multipliziert, gibt die Leistung. Und das mache ich und gut ist. Wenn wir über Spannungen reden und DC, wo bewegen wir uns da? Also wir haben Hochspannungsnetze, wir haben Mittelspannungsebene, wir haben Niederspannung. Das ist, ich nenne sie immer gerne die Hauptspannung. Das ist die Spannung, mit der wir hier in unseren Wohnungen, in Büros, in Hochschulen und auch in der Industrie mit zu tun haben. Nennt sich Niederspannung, ist 230 Volt. Einphasig. Wir bewegen uns also hier mit DC-Industrie auf der Niederspannungsseite. Ich komme gleich noch zu den Werten, die da stehen. Eine sehr schöne Eigenschaft bei DC ist, die DC-Spannung ist ein Abbild von der Leistungsbilanz im Netz. Also ich habe mein Netz, da sind Speicher angeschlossen, da sind Lasten angeschlossen, da ist Beleuchtung angeschlossen. Und wenn Leistungsbedarf und Leistungsangebot, also von der Photovoltaik oder vom Versorgungsnetz im Gleichgewicht sind, dann bleibt die Spannung so, wie sie ist, konstant. Wenn ich mehr Leistung brauche, als zur Verfügung steht, dann geht die Spannung in die Knie und andersrum. In AC gibt es einen ähnlichen Effekt, nur da ändert sich nicht die Spannung, sondern ändert sich die Frequenz. Und die Frequenz, die muss bei AC sehr, sehr auf den Punkt genau eingehalten werden. Das ist in DC anders. Da hat man, was man nennt, ein Spannungsband. Sie sehen hier den UN, den Nennstrombereich, also die nominelle Spannung sind 650 Volt. Und es gibt einen Bereich von ungefähr gut 600 Volt bis 750 Volt. In dem Bereich, das ist das, was wir so gerne die Wohlfühlspannung nennen des Netzes. In dem Bereich gibt es volle Funktionalität, da funktioniert alles so, wie es soll. Wenn jetzt die Spannung, wenn jetzt die Leistung, der Leistungsbedarf größer ist als das Angebot, dann geht die Spannung in die Knie, in den orangen Bereich. Beziehungsweise, wenn es umgekehrt ist, kann sie auch
in den gelben Bereich gehen. Da soll sie immer nur sehr kurze Zeit drin sein, damit sie nicht in den roten Bereich hineinkommt. Das ist der Abschaltbereich. Einmal nach oben hin, wenn ich kann auch bei 800 Volt Dinge betreiben oder auch bei 1000 Volt oder 2000 Volt, so dann habe ich deutlich größere Isolationsanforderungen, dann werden die Abstände größer, um Spannungsfestigkeit zu haben. Ich habe einfach viel mehr Aufwand. Und die 800 Volt sind auch deswegen gewählt, weil das heute die typische Isolationsfestigkeit ist von den Komponenten in der Fabrik. Ich hatte, glaube ich, vorhin erwähnt, die eigentliche Fertigungszelle oder das, was da produziert wird, die Maschinen, die Motoren, sind nicht anders als vorher. Das ist jetzt kein Gleichstrommotor. Das ist, innen drinne würde man das nicht sehen. Das ist nur die Energieversorgung. Und wie man dafür sorgt, dass die Spannung in dem grünen Bereich bleibt. Da sitzt also jetzt nicht jemand hier an der einen Fabrikhallenseite und dann mittendrin und woanders und die telefonieren miteinander. Die Kommunikation, das Kommunikationsmedium ist die Spannung selber. Ich messe an meinen aktiven Komponenten, also an denen, die Spannung stellen oder Strom stellen können, messe ich die Spannung. Und sorgt dafür, dass, wenn ich mehr Energie brauche, dann die auch zur Verfügung gestellt wird. Das nennt sich im Englischen Droop Curve. Droop für etwas sinkt oder geht in die Knie. Die Spannung, wenn halt einfach ich brauche mehr Leistung, geht die Spannung in die Knie. Und die ist so aufgebaut, wenn man sich das linke Bild sich anschaut, horizontal ist die Spannung, das ist das, was ich messe, einfach DC plus nach DC minus, geht relativ einfach. Und vertikal als Stellgröße ist der Strom der aktiven Komponenten. Zum Erläutern, das am einfachsten kann man es erklären hier mit der grünen Kurve. Das ist die Kurve für die Photovoltaik. Wenn die Energie bereitstellt, möchte ich die eigentlich die ganze Zeit nutzen. Der Bereich unter Null ist jetzt hier die Quelle, also da wird Energie in das Netz hineingeliefert. Das heißt also praktisch im ganzen Spannungsbereich, sobald da was kommt, das nutze ich, weil ich habe es gebaut, wäre ja dumm, wenn ich das nicht nutzen würde. Erst wenn ich so in Richtung des roten Bandes dann komme, wird das dann runter geregelt. Die rote Kurve hier ist das, was im Fachsprech heißt Active Infeed Converter, das ist der regelbare Gleichrichter, der die Anbindung an das Wechselspannungsnetz macht und die Spannung stellen kann und auch den Strom. Der wird halt, sobald ich eine Spannung habe, bei der ich beginnen will zu arbeiten, stellt er halt die Leistung zur Verfügung und fährt dann seinen Energiebezug aus dem AC-Netz runter. Wenn die Spannung größer ist, Spannung größer heißt ja wieder, ich habe schon genug Energie, das muss ich nie noch mehr beziehen. Und wenn die Spannung noch weiter hoch geht, das sieht man jetzt hier an der blauen Kurve, das ist Energiespeicher, also typisch Batterie, Kondensatorspeicher. Bevor ich Energie ins Netz zurückspeise, fülle ich erstmal meine Speicher auf. Weil dann kann ich die Energie selber nutzen, wenn ich sie zurückspeise, da ist die schon mal der monetäre Anreiz nicht so hoch. Und so funktioniert das. Also die verschiedenen aktiven Komponenten spielen miteinander. Die Kennlinien, das ist jetzt hier ein Beispiel. Also da ist jetzt nicht so, dass das überall genau immer bei 700 Volt die rote Kurve auf Null gehen muss. Das ist die Auslegung, wie will ich meinen Speicher nutzen. Wichtig ist immer, das ist auch so die Frage, die Sie vorhin hatten, der Prioritäten. Oder Priorität in der Fertigung ist, naja, ich will die Produkte herstellen. Und da kann ich jetzt, wenn ich irgendwas schweiße, damit das eine gute Verbindung ist, da kann ich jetzt nicht sagen, huch, ich habe nicht so viel Energie, jetzt schweiße ich mal mit ein bisschen weniger Strom, dann geht es hinterher früher kaputt. Das geht nicht. Also Produktion aufrechterhalten, dafür ist diese Leistungsregelung, Power Management nötig und das geht halt, ich muss da nicht kommunizieren. Die Kommunikation ist die Spannung. Wenn ich will, kann ich eine Kommunikation noch mit dazu nehmen. Wenn ich sehe,
ich will auch noch in den Prozess eingreifen und vielleicht, weil irgendwie eine Fertigungsstraße nicht gebraucht wird, dann kann ich mehr Energie zurückspeisen ins Netz und brauche nicht so viel in den Speicher. Das kann man dann über eine Kommunikation die Parameter dieser Kurve dann einstellen. Aber das muss auch keine Echtzeitkommunikation sein. Aber die gute Nachricht ist, das System, wenn das auch mal einmal eingestellt ist, balanciert sich selbst, ohne dass ich noch eine Kommunikationsleitung oder Kommunikationsinfrastruktur aufbauen muss. So, das war ein bisschen Technik. Jetzt kommen wir auf die Applikationen. Also wo haben wir das denn in den Projekten eingesetzt? Wir hatten es vielleicht vorhin schon auf den Logos gesehen. Wir hatten einen großen Automobilhersteller dabei, Mercedes-Benz, hat eine Fertigungszelle. Das ist das, was wir hier in dem Bild hier sehen. Da sind vier Roboter so für Handhabung. Das ist so eine Karosseriefertigung. Also da wird dann irgendwie Rohkarosse und dann wird da irgendwie irgendeine Komponente dran geschweißt und da haben sie eine Aluminiumschweißzange damit eingebaut. Alles, was so groß herausfordernd ist, haben sie da hier eingebaut, um zu testen, klappt das denn auch, wenn ich diese Zelle, die ist eine 1:1 Kopie aus der laufenden Fertigung gewesen, die sie in ihre Technologiehalle gestellt haben und dann mit DC versorgt haben. Da gab es schon ein Vorgängerprojekt von der Europäischen Union gefördert. Das haben wir dann also komplett auf Gleichspannung umgestellt. Falsche Tastatur hier. Auch bei Mercedes-Benz, wir haben nicht nur Fertigungszellen, das Zeug muss auch durch die Halle transportiert werden. Das passiert unter anderem mit solchen Hängebahnen, die dann auch mit Motoren oben angetrieben werden, auch auf DC umgestellt. Und die beiden Anwendungszellen haben auch miteinander zusammengearbeitet. Firma Homag ist ein Maschinenbauer, die machen Holzbearbeitungsmaschinen, also so Holzplatten, wie wir sie hier sehen. Da kommt das Rohholz dann auf diese Fläche hier rechts und diese blau da eingehauste Apparatur, da sind Bohrer und Fräser und alles Mögliche drin, was aus dem Rohholzstück eine furnierte Tischplatte oder eine Schranktür oder komplett mit zum Teil Scharnieren und was es nicht alles braucht, macht. Da sind sehr viele einzelne Antriebe drin, auch auf DC umgestellt. Und im DC-Industrie-Projekt hatten wir, das war unsere erste Anwendungszelle, wo wir geguckt haben, naja, als wir gestartet haben, wir hatten die Idee, naja, DC, das sieht schlau aus, das ist überall, aber wie kriegen wir das zusammen? Wie kriegen wir das auch hin, dass das mit den verschiedenen Herstellern. Ich habe gesagt, da sind Wettbewerber, die da zusammen auch gehockt haben. Wie kriegen wir das hin, dass das funktioniert, ohne dass wir einander jetzt die tiefsten Firmengeheimnisse erzählen müssen? Und die Firma KHS, die machen Maschinen, ganz hunderte Meter lange Anlagen für Getränkeindustrie. Da kommt also am einen Ende der Fabrik eine leere Getränkekiste rein mit den leeren Flaschen. Die wird dann werden die Flaschen entnommen und gereinigt und wieder befüllt und am anderen Ende kommt die neue fertig verpackte Kiste mit vollen Flaschen raus. Davon haben sie den Anfang und das Ende genommen und auf DC umgestellt und das war das erste Ding, was wir dann umgerüstet haben und dann eines Tages dann eingeschaltet haben und siehe da, es hat alles funktioniert. Die ganzen verschiedenen Antriebe, Schaltgeräte, was es alles braucht, haben gut miteinander zusammengearbeitet. Da waren wir erstmal, wir haben doch wohl einiges richtig gemacht. Das ist das Konzept, was wir da aufgeschrieben haben, hat funktioniert. Wir haben sehr, sehr viele Tests gemacht, unter anderem Kurzschlussprüfungen. Das ist sozusagen der Crashtest für eine elektrische Energieversorgung. Irgendwo wird ein Kabel vom Bagger zerrissen oder man bohrt eine Leitung in der Wand an. Das müssen die Schalter erkennen und das ist, da kann ich auch noch lange drüber erzählen, aber nicht heute, wie man DC-Strom unterbricht und welche Herausforderungen das mit sich bringt. Wir hatten da so Größenordnung 60 Kurzschlüsse produziert in den Anlagen.
Wir haben die alle erkannt, wir haben die alle sicher ausgeschaltet. Wir mussten kein Gerät, kein Schutzgerät, keinen Leistungsschalter austauschen. Und ein bisschen Spoiler Alert, Peak Power Reduction, also Spitzenleistungsreduzierung. 80% haben wir die Spitzenleistung in dieser Anlage hier von Mercedes-Benz oben links für das Schweißen reduziert. Die haben den Schweißstrom, also Schweißen ist ein Lichtbogen, der hat, ist relativ kurz, ist weniger als eine halbe Sekunde lang und sehr, sehr viel Energie. Damit ich mal sehr kurz, damit ich den Schweißpunkt erhitze und nicht das ganze Blech. Und diese sehr kurzzeitige hohe Spitzenleistung wird in AC aus dem AC-Versorgungsnetz geholt. Und für diese Anlage da oben zwei Zahlen. In AC hat die einen 450 kVA Kilowatt Transformator. 450. Die DC-Anlage haben wir mit 50 betrieben, weil die Spitzenleistung aus den Speichern, die sozusagen direkt neben dem Schweißroboter stehen, kurze Leitung, kleine Verzögerung, daraus bereitgestellt wird. Und die Pausen zwischen dem Schweißen sind lang genug, um die Energie, die brauche ich weiterhin, aber eben konstant oder nahezu konstant aus dem AC-Netz zu holen. So, erstes Projekt war fertig. Es gab noch ein paar offene Themen und ein paar offene Fragen. Es sind mehr Leute dazugekommen. Im ersten Projekt waren es 25, jetzt sind es 39 Partner. Firma BMW, die hat gemerkt, oh, Mercedes macht da so coole Sachen. Das müssen wir mindestens verstehen und wollen das selber ausprobieren. Die haben parallel dazu diese Anlage, die wir da unten links sehen, in Eigenregie mit eigenen Mitteln aufgebaut und dann gesagt, hier, wir wollen im Projekt mitmachen und noch mehr lernen. Die Firma KUKA, die stellen Roboter her. Das sind diese orangen Roboter, die Sie in den Fabriken sehen. Gelbe sind von einer anderen Firma, aber die orangen sind typischerweise von KUKA. Die stellen die Roboter her, die Industrie kauft. Auch die wollten verstehen, wie das funktioniert. Wir haben ein paar Forschungsinstitute, das Fraunhofer Institut, das ist in Erlangen. Wir machen elektronische Bauelemente, Leistungselektronik. Die haben eine Büroinfrastruktur, auch eine Ladeinfrastruktur schon mit aufgebaut. Mercedes-Benz hat, sagen wir, im Laufe des ersten Projektes, aber unabhängig vom Projekt, eine sehr große neue Fertigungshalle gebaut. Die nennt sich Factory 56, weil es ist an dem Standort die 56. Halle. Also das ist in Sindelfingen, der ganze Ort ist Mercedes-Benz. Da ist Photovoltaik, 2 Megawatt auf dem Dach mit. Das ist natürlich DC, die haben die Lüftung zum großen Teil auf DC umgestellt, große Ausdehnungen und das ist ein Teil mit, was dazu beiträgt, dass Mercedes-Benz auch bewirbt, dass sie ihre Produktion im Jahr 2022 CO2-neutral haben. Die Autos nicht, aber die Produktion davon. Firma Homag hatte ich erwähnt, Holzbearbeitungsmaschinen, die haben statt einer Produktionszelle 3 Applikationen mit reingebracht, um einfach zu sehen, wie arbeitet das zusammen. Dann haben wir noch 2 Forschungseinrichtungen, das ist die Hochschule in Ostwestfalen-Lippe in Lemgo. Da sind viele Antriebe aufgebaut, das sieht man da unten in diesem Foto. Hat den Vorteil an der Hochschule, man kommt leichter rein und kann da viele Dinge testen und prüfen. Und schließlich noch ein anderes Fraunhofer-Institut hat auch dazu beigetragen. So, jetzt hoffentlich komme ich zur Energieeinsparpotenzialen oder die Results und Benefits und was ist jetzt wirklich das Gute an DC? Ich hatte vorhin schon kurz erwähnt, Bremsenergie. Also ich habe eine dynamische Anwendung,
Da muss ich was beschleunigen, da muss ich was bremsen. Ob das nun ein Aufzug ist in einem Hochregallager oder ein Roboter, der irgendwas bewegt und dann wieder stoppen muss. Das funktioniert mit Bremsen und das funktioniert typischerweise elektrische Bremsen. In AC ist das so, diese Frequenzumrichter, die machen aus der Wechselspannung hier auf dieser Seite mit einem Diodengleichrichter eine Gleichspannung. Dioden lassen Strom in eine Richtung durch, in die andere nicht. Und dann gibt es auf der Motorseite, wird dann aus der Gleichspannung die Wechselspannung gemacht. Diese Anwendung ist optimiert für die Motoranwendung. Und das ist hocheffizient, alles gut, kann man nicht meckern. Wenn man bremsen muss, ist diese Diode im Weg. Da kann ich die Bremsenergie, da wird der Motor, der elektrische Motor, wenn der bremst, der wird ein Generator. Also das Magnetprinzip muss man jetzt nicht wissen. Auf jeden Fall erzeugt der dann elektrische Energie. Also der bewegt sich weiter in einem Magnetfeld und da wird dann Spannung erzeugt, fließt Strom und der Strom muss irgendwo hin. So, jetzt ist da aber hier ist die Bremse, da geht er nicht durch. Da gibt es wirklich einen Bremswiderstand. Also 5 Minuten noch? Okay, gut, danke. Wird da Wärme erzeugt. Und einen großen Teil des Jahres muss ich nicht nur die Wärme, verloren, sondern ich muss die auch noch wegkühlen. Also doppelter Verlust. Im DC-Netz ist das alles viel einfacher, weil da habe ich eine DC-Verbindung. Wenn ich dann meinen generatorischen Betrieb habe, also der Motor bremst hier, der kann die Energie hier einfach in den anderen Motor reinschieben, der gerade das braucht, oder halt in der Speichereinheit. Nächster Vorteil, Ressourceneffizienz und Energieverbrauch bei Kabeln. Einer von Ihnen hatte vorhin gesagt, Firma Lab, die sind auch hier in dem Konsortium dabei gewesen. Hier ist ein Beispiel, Kabel für einen 7,5 kW-Antrieb, typischer Antrieb in der Industrie. Ein paar Daten, ich brauche 4 Leiter, 3 aktive und die Erdung. Und habe diesen Leistungsfaktor, das ist das Verhältnis von Blindleistung zu Wirkleistung. Und in DC habe ich erstmal nur 2 aktive Leiter. Und ich habe nichts von dieser Blindleistung. Also aller Strom, der fließt, der macht auch Arbeit. Und wenn ich das dann rechne, ich gehe da mal ein bisschen schneller drüber, kommt bei AC raus, ich brauche 20 Ampere und bei DC 14 Ampere. So, jetzt wenn ich das Ganze, die 20 Ampere, die da transportiert werden müssen, gibt Installationsregeln für die Elektriker, welche Kabelquerschnitte brauche ich dafür. Bei 20 Ampere brauche ich 2,5 Quadrat, das Ganze 4-mal. Mathe ist einfach. Bei DC brauche ich nur 3 aktive Leiter und mit dem weniger Strom einen kleineren Querschnitt. Long story short, ich brauche nur ungefähr die Hälfte des Kupfers für die gleiche Leistung. Und auch weniger Isolationsmaterial, habe ich jetzt gar nicht drüber gesprochen. Da bin ich jetzt auf die falsche Folie gegangen, auf den falschen Knopf gekommen. So, da waren wir. Das ist Ressourceneffizienz, also das Kupfer muss ich nicht fördern. Verarbeiten ist ein riesiger Rattenschwanz an auch nicht CO2 erzeugen. Wenn ich jetzt an die Verlustleistung denke, Strom fließt durch Kabel, viel Strom fließt durch Kabel, macht mehr Wärme, es nennt sich Verlustleistung. Ich gehe da wieder nicht durch alle Folien durch. Ich habe, wenn ich die gleichen Verlegebedingungen einhalte, also auch das kleinstmögliche Kabel nehme, habe ich 45% weniger Verlustleistung. Wenn ich das Kabel, was da schon ist, nehmen kann, habe ich sogar 2/3 weniger Verlustleistung. Ich habe lange über diese Prozente immer geredet. Irgendwann bin ich mir auf die Idee gekommen, was heißt das denn in der Industrie wird Euro verstanden. Für 1 Kilometer Kabel bei diesem Antrieb spare ich 2.500 Euro in einem Jahr bei 2-Schicht-Betrieb. Und ich habe nicht nur einen Antrieb, ich habe nicht nur 1 Kilometer, ich mache das nicht nur ein Jahr. Also das ist wirklich auch ein Nutzen da. Nicht nur für, ich brauche das Kupfer nicht fördern, ich habe die Verlustleistung nicht, ich habe die Energie nicht erzeugt, ich habe das CO2 dafür nicht. Ich kann die Energie, die ich erzeuge, für sinnvollere Dinge oder für andere Dinge verwenden, als Verlustleistung zu generieren.
Spitzenleistungsreduktion. Ich hatte vorhin die 80% erwähnt in dieser Anlage bei dem Schweißen mit dem sehr, sehr hohen Spitzenleistungsbedarf. Das ist jetzt von der Firma Homag, die ich vorhin gezeigt hatte. Zwei Messungen, die graue Kurve hier mit den hohen Ausschlägen. Hier sehen Sie Leistung über Zeit in einem so einen Produktionszyklus. Ich erreiche da fast 50 Kilowatt, die ich brauche. Bei DC mit dem Speicher bin ich bei etwas weniger als 30, also gut 40% weniger Spitzenleistung. Das ist gut für das Versorgungsnetz, weil ich habe da nicht so große Schwankungen, die ich bereitstellen muss. Das ist auch gut für den Betriebswirt, weil in der Industrie zahle ich nicht nur den Strompreis, den ich benutze, sondern auch die höchste Leistung, die ich übers Jahr mal beziehe. Daran macht sich mein Strompreis fürs ganze Jahr fest. Firma KUKA hat eine ähnliche Untersuchung gemacht, auch wieder im Hinblick auf Spitzenleistung. Da ist die Einsparung auch wieder eine ähnliche Größenordnung wie bei Mercedes-Benz gewesen. Also wir haben es nicht nur theoretisch berechnet, sondern halt auch in Messungen nachweisen können. Und Spitzenleistung reduziert. Gesamtenergie, die Zahl ist jetzt nicht so groß, weil ich sag mal, wir kommen von einem schon relativ effizienten Prozess. Also hier in dieser Anwendung waren 7%. Einer von den Automobilherstellern aus dem Projekt, die haben auch nicht nur eine Modellanwendung mit DC gemacht, sondern haben auch schon eine Fertigungszelle in der Produktion, in der Serienproduktion. Jedes Auto, das da durchgeht, sieht das. 8% Energieeinsparung über die Zeit seit Anfang letzten Jahres. Und 8% ist da eine Menge. So, ich komme ziemlich bald zum Ende. Genau, Outlook. Also wie geht es weiter? Projekt ist beendet, Ziele sind erreicht, alles ist gut. So, warum ist noch nicht DC überall? Da kommt jetzt die Allianz. Wir haben gesagt, naja, die Technologie klappt, aber die Installateure wissen noch nicht, wie das geht. Die nehmen wir mit in die Allianz mit auf und arbeiten zusammen, bringen sag mal, auch Planer und mehr Endanwender mit in das Spiel. Ich gehe da jetzt ein bisschen schneller drüber. Wir sind inzwischen 45 Teilnehmer in der Allianz, sind mit 32 gestartet in 7 Monaten. Und letztes Bild dazu. Ups. Ja, letztes. Kommt das jetzt noch? Was ist hier? Warum will er jetzt nicht? Jetzt hat er mir irgendwas gemacht hier. Es gibt eine Firma Schaltbau, die machen. Jetzt muss ich mal gerade hier das Ding hier angucken. Hat er denn da? Ja, doch, jetzt geht's wieder. Ich weiß nicht, was ich da gerade gemacht habe. Letztes Bild: Firma Schaltbau hat eine ganze DC-Fabrik, eine ganze neue Fabrik auf DC umgestellt. Photovoltaik, große Eigenverbrauchsquote, große Energieeinsparungsquote auch weitere Hersteller. Das ist im Moment so gerade an dem, es geht los. Wenn Sie hier fertig sind, also nicht nur heute Abend, sondern mit dem Studium, und würde ich mich freuen, wenn Sie sag mal, an der einen oder anderen Stelle damit mitarbeiten, und Fragen beantworte ich gerne dazu, auch nach der Veranstaltung. Bedanke mich nochmal mit dieser Zusammenfassung von den Vorteilen, von denen ich hoffe, dass da vielleicht das eine oder andere noch im Gedächtnis mitbleibt. Und sorry, dass ich so lange rede.